Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem alten Knacker geredet, der irgendwas über die Teufelsbestien weiß. Der hat uns nur gesagt, dass wir eine goldene Tür finden müssen, um, ja, den einen zu finden. Klingt am Arzt. Und, ja, wir sollten eigentlich zum Fesselbemor gehen und da, soll die Tür sein. Ich habe jetzt nicht in der Aufnahme geguckt, ich Volltrottel. Und ja, da ich aber jetzt nicht gefunden habe im Fesselbemor, haben wir, wie ist der Tempel nochmal? Im Xylemwald irgendwo. Tempel der Zeigenwelle, hab ich doch gesagt. Und ja, da haben wir so einen Transens-Ring gefunden. Und ja, da wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir die mysteriösen Juwelen brauchen. Uns fehlen, glaube ich, nur 6 Stück und dann passiert irgendwas super Tolles. Oder auch nicht. Aber wir sind jetzt im Monnhochland. Mein Gott, was ist denn heute los? Und hier soll sich irgendwo Elises Haus befinden. Ich meine, wir haben schon mal hier gesucht, aber nichts gefunden. Deswegen laufen wir jetzt nochmal hier durch die Gegend und werden wahrscheinlich wieder nichts finden. Ich meine, sehr viel kann es ja eher nicht mehr geben, ne? Ich bin ja auch so eine Person, ich durchsuche doch alles. Und ich finde auch alles. Nein, nicht alles, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wisst ihr das? Aber für diese tun wir natürlich alles. Das ist uns natürlich keine Zeit zu teuer. Also ich will immer noch wissen, was mit diesen Teufelsbestien auf sich hat. Ich muss mir noch mal die Cutscene angucken. Er hat doch gesagt, im Fesselmoor, oder? Also gehe ich da nochmal irgendwo hin. Die stumme Höhle. Ma. Warte mal, da ist noch ein Gebiet. Also waren wir noch nicht überall. Meine Gegner nicht hier auch hier stärker ein bisschen? Mysteriöse Perle. Ich brauche ein mysteriöses Juwel. Oh, hi, da müssen wir irgendwie hin. Aber wie kommen wir da hin? Sie war eigentlich wegen Elise hier, aber naja, Sachen passieren halt. Also gut. Können wir jetzt hier durch? Nein. Da Fock. Wannat? Warum können wir hier nicht durch? Du, mach mal das Ding hier kaputt. Mach kaputt, Mann! Ah! Dann nicht. Schon wieder was, wo ich nicht weiß, was hier los ist. Wieso passieren immer solche verwirrende Sachen? Mann, ist auch nix. Muss ich alle Gegner töten, oder was? Weiß gar nicht, habe ich schon hier gegen Monster gekämpft? Komm mal her. Komm mal her! Du schon mal platt. Bisschen Action. Ihr seid unmöglich. Ihr seid unmöglich. Noch nie von mir besiegt worden. Geh weg! Boing, 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 boing. Ein exzellenter Kampf, mein Herr. Ah, verdammt, ich habe mir mal die Gerichte. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man hier durchkommt. Super. Dann suchen wir weiter im Monochland nach Elises Haus. Hierher damit. Ja, hätte sein können. Vielleicht war Elises Haus ja in der Höhle. Das klingt gemein. Oder vielleicht ist ja Elises Haus in Kanbala, weil das ist ja auch im Monnhochland, mehr oder weniger. Muss ja eigentlich, ne? Muss ich mich da nochmal umgucken. Vielleicht ist ja die verloren gegangene Tochter von Gaius. Oh, hoffentlich nicht. Nein, bitte nicht.
Ihre Schwester hat Gaius nicht verdient. Nein! Geh weg! Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein Haus mitten im Nirgendwo noch ist. Wird ein Kambala sein, ich muss mich noch mal in Kambala umgucken. Ne. Nein, geh weg. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur gehen. Da ist natürlich böse, wenn man blind spielt und nicht weiß, wo man als nächstes hin muss, questmäßig. Ah, soll's. Gehört halt dazu. Für ich jedenfalls. Wenn ihr schlecht findet, dann kann ich auch nicht viel machen. Guckt euch halt nicht an. Könnt ihr einfach das Video scrollen und fertig. Machen wahrscheinlich auch die meisten, deswegen. Ja. Traurige Wahrheit halt. Okay. Ist hier was? Hier machen wir glaube ich mal drin, ne? Ist das hier Elises Haus? Nee, okay. Ja, langsam weiß ich auch nicht mehr weiter. Geil, 7 Minuten, nichts erreicht. So muss das sein. Wie kommen wir nur hier hin? Guck mich noch mal hier drin um. Hi. Wir sind die Einbrecher von letztens. Wisst ihr noch? Hier ist noch der Vivan. Hört er nicht uns? Nee, okay. Dann gehe ich rein. Hallo, ich will wieder für Verwirrung stiften und hier alles töten. Na? Ja, hier gibt's wahrscheinlich nichts. Nein. Wollt ihr euch nicht, wo euer König ist? Ja, der will die ganze Welt zerstören. Haha. Hi. Ma. Kann ich noch nicht mal mit dem sprechen? Was ist das denn? Aber mit der Wache hier kann ich sprechen. Mit ihr hier. Was ist denn das? Hamill, da waren wir noch nicht. Gehen wir nach Hamill. Komm schon, hier passiert doch immer was, wenn ich hier hinkomme. Na? Leute? Hallo, Elise ist wieder da. Hallo? Ma. Warte, irgendwas muss doch hier passieren. Der Part, in dem nichts passierte. Hallo. Ich weiß nicht warum, einfach wie meine Familie wächst. Okay. Ma. Hey, da war's. Ich konnte das prüfen gerade. Ja, schon wieder. Jawohl. Ich glaube, war hier der. Ich dachte, ich hätte was gefunden, was Neues. Ma. Gibt's da nicht. Tippo, sag du mir, wo wir hin müssen. So, eine Lieses Hütte, hier muss doch was sein. Einzige, was ich noch wüsste, ist, dass wir mal nach Shandu gehen. Das Kolosseum gibt's ja auch noch, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, das Kolosseum ist schon wieder eine ganz andere Stufe. Hallo? Ist auch nichts. Mann! Ist denn das? So, was mit hier? Oder hier muss irgendwas sein. Komm schon, hier muss irgendwas sein. Komm schon, hier muss irgendwas sein. Da ist ein Beutegegenstand. Yes, aber den hatte ich schon. Nein! Dann gehen wir nach Shandu. Boah, 10 Minuten ist nichts passiert. Okay, wir sind im Monokland gewesen, wir sind in die Höhle gewesen, wir sind. Wo sind wir noch hingegangen? Danach. Nach Hamill. Dann sind wir hier in. In Kambala waren wir auch. Und nirgendwo ist was passiert. Oder wird ein Filler. Aber sowas von. Wenn ich mindestens jetzt noch irgendwie was passiert. Kann ich da. Hey, bist du nicht der alte Mann? Hey, lass mal lieber. Jetzt quasselt ihr uns auch noch mit irgendwelchen Bestien voll.
Hallo? Ah. Produktiver Parks produktiv. Genau in diesem Gang irgendwas passieren wird, da muss ich mal offscreen ja suchen. Nach irgendwelchen Sachen, damit sowas nicht nochmal passiert. Oh, hi, wer bist du denn? I remember you. You're the geographer who was studying spirit climb challenges. Ah, That's right. And I think genau. that hypothesis Keine I Ahnung, told wer you es about ist. just might be correct. They say the soldiers that came from the flying ships broke through a wall in the sky to get here. Think about that. A wall that surrounds our entire world. That kind of power could easily affect spirit climbs. The schism. The schism? Ooh, I like that name. Okay. Let's refer to this wall as the schism. The next problem is, where did the schism come from? The questions never end. But that's why I love science. Yeah. Ja. Mein Wesen ist hier was abgeschlossen. Ist das abgeschlossen? Geil ist der König. Schwesternschaft. Ja. Ja, ach, wo müssen wir denn von Rowan hin? Genau. Erinnerung an Rowan. Ah. Ja, jetzt suchen wir, gucken wir nochmal. Und was weiß ich. Wir haben jetzt etwas erreicht. Yeah! Juhu! Und die Kinder, die jubeln. So, im Kolosseum. Wir werden keine Kämpfe machen, aber ich guck mal, ob da irgendwie eine Quest gibt oder was weiß ich. Na. Bö. Warum leuchtest du so auf der Karte? Egal. Naja, sieht nicht gut aus. Maha! Oh. Ach, du bist nur hier. Okay, wie kann ich euch helfen? Ja, okay. Das machen wir auch noch irgendwann, aber nicht mehr jetzt. Okay, hier ist auch nichts passiert. Ach ja, wir können ja noch zum Dingens, noch Fort Gondara. Aber wenn ich mir hier so Dingen ansehe, dann dauert das, glaube ich, doch schon ein bisschen lange. Also 1, 2, 3, 4, dauert schon ein bisschen. Was sollte Bingo uns mitteilen? Ja. Kakarotto! Dann werde ich mal nach Fenmont, könnte man auch gehen, genau. Okay, aber ich werde wahrscheinlich offscreen so nachgucken, wo eine Cutscene auftaucht, werde dann natürlich wieder abbrechen und dann wollen wir mal gucken, tun wir mal ein bisschen hier die Sachen aufleveln. Und ja, immer noch keine Blätter. Ich muss Blätter abgeben. Dann würde ich mal sagen, wenn ich irgendwas gefunden habe, dann schmeiße ich die Aufnahme an. Ne, ich gucke mich erst an verschiedenen Orten und notiere mir überall, wo Zeugs passiert, damit wir in der nächsten Aufnahme was zu tun haben. Und ja, das klingt doch noch einen guten Plan. Ne. Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen, sag, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss!